So, das wurde bei Katamari Forever. Weiter geht's. Ab zum schlafenden König in den Kosmos. Und wir sind weiter bei Drewby. Wir haben den Cousin mal gewechselt. Oder die Cousine in dem Fall. Ich denke mal, Drewby ist ein Mädel. Und schauen wir einfach mal. Limited to 50. Mega Katamari as large as possible with only 50 objects. Okay, müssen wir also auch wieder wählerisch sein hier in der Stage. Du hast Lack gesoffen vielleicht. Das ist das Einzige, was bei dir der Fall ist. Spicy and challenging. Okay, 50 Objekte. Ich bin mal gespannt, wie groß wir starten, dass wir irgendwie vielleicht auch die Wahl ein bisschen haben, was wir dann einsammeln können schon. Naja, wir gucken einfach mal. Ja, weil wir uns erinnert haben, richtig, an diese Pferde, die das schaffen. Also 50. Okay, dann versuchen wir das einfach mal. Swimsuit Guy. Wer ist mit Inuit Man? Haben wir auch. Nein, doch Swimming Guy. Menschen sind, glaube ich, gar nicht so scheiße. Die sind nicht so klein. Das ist also. Ein Pferd wird wahrscheinlich. Wollte gerade sagen. Wird wahrscheinlich noch zu groß sein. Ja, diese großen Logs. Dann den großen Bär einsammeln. Diese Schweine, die. Natürlich sitzt er auf einer Parkbank. Warum auch nicht? Oh, Centaur. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Verdammte Mann mit einem Pferdekörper. So eine ultra komische Sache. Dieses Schild ist nicht übel. Der Zaun ist auch nicht so schlecht. Und auch dieser Zaun ist absolut nicht schlecht. Hier mal den Rand mitnehmen. Oh, jetzt den Bären. Und dieses Pferd. Pegasus, fuck you Hercules. Wie gesagt, fuck you Hercules, such dir ein neues Pferd. Pegasus ist meins. Schon mehrmals gesagt und ich werde es auch durchziehen. Eins noch. Ich will. Oh, god damn you! Straßenlampe? Ich wollte eigentlich den Büffel haben, aber okay, dann nehmen wir doch einfach mal die Straßenlampe. Kurze Runde, wie gesagt. Schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben trotzdem. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so toll war. The 5-0. We remember. Größe ist 4,95 Meter in 1 Minute 18. Okay, dann. Schauen wir mal, was sind deine Punkte? Das interessiert mich jetzt. Weniger Pflanzen? Komm schon. Hey, 78 ist besser, als ich erwartet habe. Um einiges besser, als ich erwartet habe sogar. Okay. Wie heißt dieser Stand denn? Star 50? Nein, Pretty Big Planet! Holy shit, nicht irgendwie Little Big Planet, Motherfuckers, nein, Pretty Big Planet. Auch schön. 50 Gegenstände. Na gut. Der König hatte auch keinen Bock dieses Mal, hat man gemerkt. Er wollte sich wieder in seine Hängematte liegen und irgendwas ins Gesicht bekommen von der Königin. Deswegen widmen wir uns einfach mal wieder dem Robo King. Der scheint ein bisschen was Interessanteres für uns zu haben hier. War da ganz links. Make a Star 11 as large as possible. Make the Katamari as large as possible to create the Big Bang. Also ihr seht schon, der Roboking, der will hoch hinaus. Der hat einiges wieder gut zu machen, seit er diesen Kosmos am Anfang des Games zerstört hat. Und wir müssen jetzt immer größer werden. Error, Terror Module engaged. Presenting Key to Panic ist auch schön. So sind auch manche Menschen in Wirklichkeit. Die drücken einfach irgendeinen Knopf und dann sind sie panisch. Ich kenne da so ein paar. Roll um dein Leben! Und verdienen nebenher noch ein bisschen Kleingeld mit deiner Gitarre auf der Straße. Je nachdem, wenn wir natürlich größer als die Straße sind. Nein, sind wir nicht. Okay. 1 Kilometer in 15 Minuten. Je größer, desto besser. Und du hältst die Klappe.
Nein, 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 nein. Mich interessiert... Ja, du hast es richtig erfasst. Mich juckt es nicht so wirklich, was du zu erzählen hast. Aber das haben wir jetzt schon des Öfteren mal rausgefunden. Und du musst doch diese Hinweise, die ich dir gebe, doch... Du musst es doch bemerken, weil ich dich nicht leiden kann. Jesus Christ. Muss ich es dir wirklich ins Gesicht sagen? Ich mache sowas doch so ungern. Oh, man. Ach, whatever. Gib mir die Katanas. Und die Reiskocher. Da ist wahrscheinlich irgendein Dämon eingeschlossen. Wow, hallo, Samurais. Hallo, hallo. Samurais auf Rädern. Ja. Wow. Der Vogel hat nicht mal Füße, aber hat mich da runtergekickt. Warum auch nicht? Na, komm schon. Ich wollte gerade sagen, jetzt... Lass mich nicht im Stich hier schnell rollen. Ganz, ganz, ganz schlechter Zeitpunkt, um jetzt nicht zu funktionieren. 15 Kilometer ist halt schon eine Aufgabe. Mein Gott, im Vergleich zu dem, was wir schon gerollt haben, nicht wirklich viel, aber... Wenn man die Startgröße bedenkt... Oh, aufstelzen! Ja, das hast du nicht kommen sehen, ne? Von deinem Ausguck da oben. Pech gehabt. Blöd gelaufen. Aber nur blöd gelaufen in dem Moment, für dich vor allem. Für mich war's gut. Ich bin schon groß genug, um... Zum Beispiel diese panische Frau, die hat auch so Knopf gedrückt und wurde dann panisch. Plötzlich. Oh mein Gott! Wie gesagt, ich kann es ja nicht verübeln, wenn ein riesengroßer, verdammter, klebriger Kalamari auf mich zukommt, würde ich auch ein bisschen panisch werden. Vor allem, wenn er danach auf mich... Au, oh, fucking shit, zucharged. Und sich dann den Kiefer bricht, weil er nicht durchkommt. Dumm gelaufen. Extrem dumm gelaufen. Okay, die Haare von dem Kerl und den Kerl, der an den Haaren hängt, den können wir auch schon einsammeln. Okay, ich bin über 3 Meter. Ich kann da drüben raus. Oh, hier erstmal den Laden leer räumen. Hallo auch. Ja, ja. Man hat mittlerweile auf jeden Fall meine Anwesenheit bemerkt. So viel steht schon mal fest. Der Sumo-Referee, den habe ich auch mal hier gesammelt. Dieses Mal sehr schön. Nicht nur den Ringer, sondern den Referee auch. Okay. Jetzt muss ich nur schauen, wo geht's weiter. Da hinten geht's, glaube ich, raus. Panda-Statue. Oh ja, Basketballplatz, Mann. Was ist das für eine Versammlung? Das ist ja ein Paradies für Katamaris, Mann. Ein Haufen unwissende Studenten. Die abgelenkt sind von ihren Tamagotchis und nicht aufpassen in dem Moment. Okay, was zur Hölle war das denn gerade eben? Aus was habt ihr euch denn Sprungbrett gebastelt? Goddammit. Dieses Spiel verwirrt auch meine Zunge ein wenig, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Ich merke es ganz klar. Wie verwirrt meine Zunge ist. Und ich denke, was soll ich denn dazu sagen? I don't know. Ich bin selber sprachlos. Aladdin. Flying Arab Guy. Ist auch eine geile Bezeichnung. Flying Arab Guy. Du hast ihn. Sehr schön. Den verdammten fliegenden Araber. Hast du runtergeholt, hast du ihn. Mit deinem Auto. Hier mal. Volleyball geht unentschieden aus, tut mir leid. Wow, was zur Hölle. Interessantes Bauwerk, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, Busse sind noch nicht so meine Größe. Ist noch nicht das, was ich gerne einsammle. Ich würde es gerne einsammeln, aber ich kann es noch nicht einsammeln. Alter, holy fucking shit, Ryu. Hat da oben erstmal auf der Starkstromleitung haben die erstmal ein verdammtes Wrestling-Match gemacht. Also japanisches Wrestling, holy shit. Ryu, Mann. Der Hadoken sich einfach durch. Okay. Ja, du bist der mächtige Robo-King. Ich weiß, wir kennen die Geschichte. Braucht die Hilfe von einem verdammt nochmal 30 cm großen Wesen.
um den zerstörten Kosmos wieder, wollte gerade sagen, da stelle ich mich nochmal kurz rein. Ferris Wheel Gondel. Gondola. Wie auch immer. Wunderschön, wunderschön. Wo waren eigentlich die 12 Meter Begrenzung? Wo war eigentlich die 12 Meter Begrenzung? Eine Frage, die sich jeder mal stellen sollte. Wo zur Hölle ist eigentlich die 12 Meter Begrenzung? Yes, yes. Wunderschön, wunderschön. Ein hilfreiches Herz, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da war alles richtig. Da war alles richtig gerade. Und jetzt durch da. Ah, hier oben, okay. Warum geht's weiter? Hier war ich noch nicht mal in dem Bereich. Und ich einmal umgeschaut und schon einfach mal das Doppelte von der Größe erreicht. Was aber okay ist. Weil dann kann ich hier einfach durch. Ich muss nicht mal mehr warten. Ha, Motherfuckers, sehr schön. Her mit eurer Stadt. Ich komme in eure Stadt und dann packe ich sie in meine Tasche. Ich packe meinen Koffer und mitnehme ich... Keine Ahnung, diesen Stadtteil von Tokio, wie auch immer. Wo auch immer wir sind. Das wissen die Entwickler von Katamari selber nicht mehr. Irgendwo in Japan. I don't know. Ich glaube einfach mal nicht, dass die Bereiche hier originalgetreu irgendwas nachgebaut sind. Vor allem glaube ich nicht, dass sie den Eiffelturm haben. Vielleicht irgendwie so ein Fake-Eiffelturm wie in Las Vegas. Okay, das lasse ich mir vielleicht noch gefallen, aber... So, denn den richtigen Eiffelturm? Nee, nee. Ich glaube, so viel wissen wir. Das steht nicht in Japan. Oh, der königliche Elefant muss auf jeden Fall mit. Hier geht nichts ohne den königlichen Elefant und seine königlichen Pagodas. Ai. Tja. Mitten im Hadoken einfach mal mitnehmen. Das haben sie nicht kommen sehen. Okay. Jetzt kann ich darüber gehen. Im Prinzip kann ich jetzt überall hin, wo ich gern möchte. Hallo? Dreh dich, mein Freund, was zur Hölle? Hier oben dieses Städtchen noch mitnehmen. Einfach gar nicht mehr nachfragen. Einfach nur reingehen. Einfach nur mitnehmen. By the way, auch King Kong, ja. Auch King Kong ist dabei. Ja, vielleicht ist da hinten gar nicht so schlecht, denn hier wird es natürlich auch immer größer, das ist ganz klar. Also mit jeder Absperrung, die wir hier durchlaufen, werden dann die einzelnen Dinge, die wir einsammeln können, auch größer, was natürlich von Vorteil ist. Ich hätte aus diesem Hollywood Holy Shit machen sollen. Wow, Holy Shit! Was ist das denn? So sieht es wahrscheinlich aus, wenn Godzilla und Sichlor ein Kind hätten. Godzilla? Wahrscheinlich. Ja, genau. Wir nennen ihn einfach mal Godzilla. Godzilla und all seine Brüder. Ist da hinten noch weiter großartig? Oder müsste ich jetzt echt mal gucken, dass ich eine nächste Stufe erreiche, um die größeren Sachen mitzunehmen. Ja, ich glaube, ich sollte mal so langsam wirklich schauen, dass wir die nächste größere Stufe erreichen. Und merkt man ja immer, wenn man irgendwie ein gutes Stück wächst, dann kriegt man ja immer diesen kleinen Effekt, sag ich mal. Und wegen so, yay, du kannst jetzt dieses Gebäude mitnehmen. Wir sind so stolz auf dich. Mal erstmal auf. Oh. Ich mache euch stolz, aber als erstes muss ich da hochgehen. Dann kann ich euch vielleicht stolz machen, wenn ich da oben bin. Hey, das würde ich aber auch knallhart machen. Wie Godzilla gerade eben. Auch mal Domino spielen mit diesen verdammten Häusern. Holy fuck, das ist ein großer Jumbo-Man. Der hat seinen Namen redlich verdient. Hallo? Oh.
natürlich nicht vor gegen Jumbo Man. Nein, das wollte ich nicht. Okay, da okay. Oh Gott, was kommt jetzt? Was? Sprich! Oh no shit, Sherlock, nimm dein Gesicht da weg! Du verdammter Bullshitter. Oh, ich hab Pudding aufgerollt. Fuck, köstlich. Haben wir jetzt Pudding mit dabei? Ich glaube, wir haben Pudding mit dabei. Diese Arme, diese Beine, die sind verdammt strange. Ja, die sind absolut komisch. Es geht eigentlich da drüben. Guck mal hier. Das ist noch eine Stadt und ein verdammtes Mammut. Und Paläste und all der Scheiß. Und mal Inseln einsammeln. Ganze Inseln. Oh, wir kommen hier aber auch nicht so wirklich schnell voran, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür haben wir jetzt schon wieder die nächstgrößere Stufe erreicht. Holy fuck, das ist eine extrem große Cousine. Velvet, stehst du eigentlich neben der Rakete rum? Okay, ich mache mal nicht diesen Super Spin, sondern hoffe mit meinem... Nein. Ich hoffe mit meinem Sprung da nach oben zu kommen. By the way, nope. Ich komme da nicht nach oben mit meinem Sprung. Da oben steht Dip rum und noch Party. Wo Dip ist, ist Party. Auf jeden Fall. Ich dachte gerade, in die Richtung ist gar nichts mehr. Das kann fast nicht sein. Das kann doch fast nicht sein. Hier gibt es doch mal... Oh, ho, 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 ho. Rakete im Berg, okay. Bringt doch nicht irgendwie hier Leute auf komische Ideen, Mann. Irgendein Wald haben wir gerade eingesammelt. Und Ivy Island. Elfenbein. Nein, Ivy, nein, nicht wirklich. Ivory, ach egal. Whatever. Dokudami Island. Wow, okay, hier waren wir noch gar nicht. Steht auch Fumen rum. Stop Fumen. Komm mal von hinten in die Stadt rein. Und räum da mal richtig auf. Da wird nicht mehr viel übrig sein am Ende. Om nom 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 nom. Alles für meinen Katamari. Warte mal einen Moment. Hier war ich schon. Aber ich habe einen Kilometer erreicht. Yay, okay. Jetzt heißt es nur noch mitnehmen, was geht. Wir haben zumindest die Aufgabe erfüllt. Das ist schon mal schön. Ich bin dabei. Ach, Mann. Holy shit, ist das Ding groß. Holy fuck, dieser Oktopus ist groß. Man-made Island. Muss ich hier wirklich ständig irgendwie schnell fortbewegen, denn ansonsten dauert es einfach ewig mit der Größe. Mein Gott, das ist auch eine krasse Entfernung, die wir dann jedes Mal zurücklegen, wenn ihr es so seht. Dafür, dass wir den Kerl, den dieses, also der Kerl, der den scheiß Katamari rollt, wir sehen ihn nicht mehr. Nirgendwo ist er. Er macht es schon ganz gut. Dafür, dass er so ein Zwerg ist. Oh, da kriegt selbst der Kerl auf seiner Wolke Angst mittlerweile. Das muss was heißen. Zu dir komme ich auch gleich noch. Oh, wir haben den Prinz. Warte mal, wir haben noch den Prinzen. Wir haben den Prinzen doch. Das war doch der erste Typ, den wir hatten. Bullshitte mich doch nicht. Tu nicht so, als wenn es irgendwas Neues gewesen wäre. Oder gibt es nochmal einen Prinzen? Sind wir nicht alle irgendwie Prinzen? Nein, nicht wirklich. Oh Gott, mir kommt was über von der Stelle. Heilige Scheiße.
Oh, okay. Der gräbt sich mehr in die Erde ein, als dass er wirklich noch vorankommt hier an der Stelle. Gut, okay, gut. Haben wir auf jeden Fall geschafft in 1 Kilometer. Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist tolles und dann ist er letztendlich eh wieder scheiße. Von dem her, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, was er hier zu sagen hat. Oh ja, Katamari, by the way, könnten wir auch mal darüber sprechen? Nicht nur über deine komischen... Ich will es gar nicht aussprechen. Meh. Geht so. It's kind of not so very good. Ist irgendwie nicht so wirklich gut. Es ist schon... Nature Plant Streets. Ab einer bestimmten Größe kann man eigentlich nur noch Natur einsammeln, weil... Was soll es denn sonst sein? 26 Punkte? Hey, komm schon. Das ist extrem wenig. Er ist fast böse. Aber nur fast. Hey, nein. Mach ich nicht. Fuck you. Ich würde mich doch entschuldigen bei dir. Oh mein Gott, Vorsicht, er hat einen Löffel. Ryu, Mann. Sieht auch ein bisschen Ninja-mäßig aus. Hallo. Norn. Der scheint ein bisschen dizzy zu sein von der Roll-Action, die wir ja gerade gemacht haben. Eruption Big Bang. Gar nicht so übel. Go Jumbo Man! Was zum Teufel? Biber in Solar Plexus tappen? Bam! Breaking news. The star plunging towards Earth has changed its trajectory. Experts are looking into the cause. Die Typen. All right, dinner's almost ready, children. Okay, Mom. Oh, I can feel it. The rhythmic breathing of the cosmos. It's slowly falling asleep. Pilze sind die Ursache für all das, was wir hier sehen, höchstwahrscheinlich. Wow, holy shit, das war das Finale von Jumbo Man. Und der Rest ist Geschichte. Gut, okay, das war die Stage beim Robo King. Das nächste Mal gehen wir zum schlafenden König wieder zurück, gucken, was er noch für uns hat. Und gucken, dass wir ihn irgendwann mal aufwecken können. Was willst eigentlich du? Oh, wir sind beide eckig, du willst mein Freund werden. Ich verstehe. Bis dahin, haut rein.